Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam-Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los. Der macht einfach Weitsprung mit dem Auto. Das ist doch schon länger so. Warum repariert man das nicht? Da ist er plötzlich doch wach geworden. Nur weil einer kurz nicht aufgepasst hat. Hoffentlich haben die noch sein Kennzeichen bekommen. Das war dem wahrscheinlich so peinlich, dass er schnell wieder weg wollte. Wie schafft man das? Wo guckt er überhaupt hin? Der andere Fahrer war zur richtigen Zeit am falschen Ort. Der merkt, dass er gegen die Wand gekommen ist und fährt einfach trotzdem weiter. Echt krass. Das ist doch genau der Spiegel, wo der eigentlich reingucken sollte. Ist aber auch eine wirklich schlechte Stelle für einen Hydranten. Warum baut man das Ding nicht einfach weiter in den Fußgängerbereich rein? Wie hat der Fahrer das geschafft? Ist er gerutscht oder hat er zu stark gelenkt? Der muss das ja schon eine ganze Weile mitgeschleift haben. Das ist wohl der Stein vom Clip davor. Sich in den toten Winkel eines LKWs zu schleichen, ist wirklich keine gute Idee.
Freunde, welchen Fahrer fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 26 am schlimmsten. Der überholt und anstatt ordentlich durchzubeschleunigen, versucht er sich genau vor ihn zu setzen. Was sich manche Leute dabei denken, kann man einfach nicht verstehen. Auch bei uns sehe ich solche Leute leider immer wieder. Es reicht leider nicht zu wissen, dass man im Recht ist. Es geht mehr darum, dass einem nichts passiert. Das verstehen viele einfach nicht. Schöne Grüße gehen raus an Karl Ovokuye, Nice Play, Schattendrache und Hasna Apritel. Danke für eure Kommentare, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, vergiss nicht, eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.